Da sind wir jetzt vor der Heckpartie des ML 780 von Hümer. Und wie gesagt, wir waren gestern schon drinnen und machen dieses Video separat, als separater Blog. Ja, weil mir kommt jetzt auch sowieso gar nicht rein. Ja. Also ein Andrang, könnt es euch gar nicht vorstellen. Also hier haben wir den B Masterline 780 mit einem Gesamtpreis von 138.000 Euro für dieses Ausstellungsfahrzeug. Da sind schon einiges an Extras mit drinnen, wie auch diese schöne silberne Farbe. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt da einfach erst einmal rein. So, hier sieht man schon, da haben wir eine Lederausstattung. Das schaut schon mal sehr edel aus. Und das Ganze funktioniert auf dieser Sprinter-Basis. Das ist dieser Sprinter mit dem Frontantrieb. Da haben wir das große Display, was der Sprinter eingebaut hat. Und was ein großer Vorteil ist von Mercedes, das sind immer, dass man das von unten nach oben schieben kann. Das hat sich dann auch in der Praxis sehr gut bewährt. Stimmt's, Ossi? Ja, wobei das ja jetzt nicht nur bei Mercedes da ist, sondern bei jedem Hümer. Ja. Also auch bei denen mit Fiat. Genau. So, hier haben wir wieder diese normale Sitzbank im B780 ML. Der Tisch ist, ich weiß, ausgebaut, oder? Nein, Hümer bescheiden klein. Der ist nur verrutschbar. Also wenn man denkt, man kann hier mit 5 Personen unterwegs sein, dann muss ich sagen, die 5 Personen, die können einen Wurstsalat essen, aber so einen richtigen Mittagstisch langt es da nicht. Das ist eine Sache, die ich immer wieder bei Hümer-Fahrzeugen feststelle, dass der Tisch viel zu klein ist. So, der Doppelboden mit seinen Klappen unten und den Fernseher, den haben wir hier untergebracht, darunter zum Hochfahren, was zur Folge hat, dass man Fernsehschauen auch nur von den Vordersitzen kann. Und die Technik, die ist hier unter einer Klappe, ja, müsste nicht sein, aber schadet auch nicht. Da hat man da ein bisschen Platz frei, damit man noch Zusatztechnik mit einbauen kann. Hier haben wir die Kühl-Gefrier-Kombination und den Kochbereich. Ja, so eine normale Küche für einen 2,35 Meter breiten Wagen. Da hat Hümer wieder gespart an dem kleinen Eck. Habe ich dir schon mal gesagt, das ist das Design. Wie es aufgeht, das weiß wahrscheinlich nur die Ussi, ich nicht. Ja, ich habe es letztes Mal ja gerade auch hier. Ah, mit Gefühl. Ja, mit Gefühl, genau. Ja. Ja, da haben wir also eine große Klappe für alle. Okay, kann man sagen, was besser ist, hat jeder andere Meinung. Also wenn es ganz zu wäre, ich würde das für vorteilhaft empfinden. Hier, dieses Ding. Also ich weiß es nicht, wo der Vorteil sein soll, dass hier eine Lüftungsöffnung ist oder eine Designöffnung. Einfach Design. Was man bei Hümer natürlich auch sieht, hier ist das Elektropaket verbaut, das heißt, man hat jede Menge Steckdosen da. Und weiter vorne ist wahrscheinlich auch nochmal Steckdosen. Und hier hat man so einen praktischen kleinen Schrank. Da steht jetzt hier ein Zusatzteil. Ja, das ist das Bettteil. Man kann ja das Bett entweder verlängern. Ja. Und da haben wir die zwei Einzelbetten.
Fernseher bringt man jetzt hier auf der rechten Seite um den zweiten Fernseher. Den kann man sicherlich dann ein bisschen rüberschieben, dass er in der Mitte ist. Und eine Trenntür hat das Ganze auch. Und eine Schiebetür. Die jetzt blockiert ist. Ja. Jawohl. Okay. Kann man also zumachen. Sehr schön. Der Lichtschalter haben wir wieder in der Höhe angebracht, dass man dann mit dem Fuß ausschaltet. Ja. Die Ossi schaut mit Bedenkenträgergesicht. Das ist ganz klar, aber wenn du so groß bist. Der ist viel höher. Ja, man geht mit dem Fuß mal hoch, mal runter. Also, würde es für besser halten, wenn der ganz oben wäre, der Lichtschalter. So hat halt jeder seine Befindlichkeit. Tja, rein subjektiv unsere Meinung. So, und hier haben wir auch wieder in der Mitte, muss man das aufmachen, jawohl. Aber es ist ausreichend groß. Ja, beidseitig. Bringt man was schön unter. Bringt man gut was unter. Hinter hat es ja auch noch die Fächer. Ja. Auch Ablagefach für Handy und Co. Dann schauen wir mal ins Bad. Jawohl. Getrennte Dusche. Ein Raumbad. Ja. Sehr schön, sehr elegant sieht das aus. Ja. Schauen wir hier in den Duschbereich rein. Oben mit Licht, ja, und hier, ja, also normale Schimmerbad. Sehr schönes Bad. Wie man es schon seit vielen Jahren kennt. Das Holz ist sehr schön von der Maserung her, ja. Und hell. Ja. Ist sehr hell gehalten, sehr schön. So, und dann haben wir noch hier die Kleiderschränke. Das ist also auch ein Kleiderschrank mit Stange, jawohl. Und es sollte eigentlich auch ausreichen. Hier hat man dann einen Beistellschrank mit Fach. Und wie sich's gehört, für ein hochwertiges Wohnmobil sind dann auch Anlagemöglichkeiten und Anschlussmöglichkeiten für Handy und Co. vorhanden. Hier in die kleine Nische kann man am Kopfende alles legen. Allerdings, was ich hier nicht sehe, sind hier die Steckdosenanschlüsse. Doch, die sind da oben. Hier kann man also alles dann noch anstecken und kann dann das Handy da oben drauflegen. Also Innenraum, Ossi. Sehr schön. Durchdacht. Fällt mir sehr gut. Ja, und das Holz, sehr schön von der Maserung her. Uns kommt, glaube ich, auch das helle Holz mehr entgegen als das dunkle Holz, wie man es ja lange Zeit gehabt hat. Ja. So, hier sind wir bei der Heckgarage. Und da haben wir das Problem, was bei eigentlich allen Hümmern ist. Ich habe das noch bei Hümmern noch gar nicht anders gesehen, dass sich die Tür nicht komplett um 180 Grad öffnen lässt. Das ist vor allen Dingen dann blöd. Und es liegt nämlich hier nur an diesem Teil. Und es ist aus einem Grund blöd, nämlich wenn man hier größere Dinge reinladen will, das heißt, wenn man einen Fahrradträger komplett rausfährt und dann das Fahrrad seitlich reinstellen will, dann ist diese Tür im Weg und noch viel schlimmer dann von der anderen Seite. Was meines Erachtens auch keine glückliche Lösung ist, diese Fächer auf die Fahrerseite zu tun, denn diese Fächer sind geeignet für Verbandskasten etc. Und da geht man dann besser von der Beifahrerseite ran als von der Fahrerseite. So, hier haben wir die neue Heckpartie von Hümmer und es sieht natürlich schon elegant aus, wenngleich meines Erachtens ein Hümmer schon immer ein elegantes Fahrzeug gewesen ist, Ossi, oder? Ja, mir gefällt er nach wie vor. Ja, das ist also hier die alte Heckvariante. Auch die schaut meines Erachtens schon sehr elegant aus. Und da sieht man auch die neue Rückfahrkamera, die jetzt verbaut wird.